Servus Leute, heute habe ich ein Szenenvideo für euch, beide von meinem zweiten Account, da geht im Moment irgendwie mehr und in der ersten Szene bin ich mit einem Viewerkind unterwegs, einfach mit einer Vepper mit PS-Ammo und ja, relativ simpel gemoddet, das Ganze auf Reserve und da habe ich euch eine Szene rausgesucht, wo die wirklich gut zum Einsatz kam und wo sich dann auch gezeigt hat, es kommt nicht immer nur auf die Ammo an und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und macht mir allgemein im Moment Spaß, auf meinem zweiten Account so Viewer-Kit so mittelmäßiges Gear zu spielen, was ich normal eigentlich nicht spielen würde. Und freut mich auch, dass es so gut ankommt. In der zweiten Szene war ich dann auf Customs unterwegs, da mit normalem Gear oder sagen wir mal sogar Full-Meta-Gear mit der Mutant und der DVL und Level 6 Armor. Ich war auf Customs, um Shooter Born in Heaven zu machen und da gab es dann auch sehr schöne Szenen und eine kleine Überraschung am Ende. Wie immer will ich euch das nicht spoilern, schaut es euch an, war gut. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Das ist der Scav-Boss. Der sieht so Scav-Boss-mäßig aus. Das ist schon der Scav-Boss, ne? Na gut, dass ich meine PS-Knifte dabei habe. Nach der Oberschlaf gut. Test. Okay, sie schießen nicht. Der sah etwas lost aus, ja, irgendwie schon, ne? Ah, das kann jetzt lustig werden. No, 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 no. Ja, Blatt. Geh da hoch. Geh da hoch, bitte. Danke. Ich hasse es so sehr. Der geht da nicht hoch. Okay, das könnte jetzt gleich ganz, ganz blöd rausgehen. Nein, er hat Gluha. Fuck you. Fuck you. Hätte schon mal sterben können jetzt hat.
So, Special Agent. Oh. Wo ist er hin? Hab ihn gesehen? Are you in the second floor, huh? Yes. Oh my God. Ciao. Oh, wundervoll. Ja, ich bin im Second Floor und sehe deinen verdammten Kopf. PS-Ammo. Oh mein Gott. Der kotzt gerade so im Strahl. Ja, allerdings. Was ein Winkel. Das war, glaube ich, der krasseste Winkel, den ich da hier je geschossen habe. Keine Ahnung. Was ein Shot, ey. Was ein Shot. Geiler Fight, ey. Stinky Nut. Okay, Stinky Nut. Holy shit. Da, hier. Da habe ich durchgeschossen. Er hat wahrscheinlich auch gerade auf mich angelegt. Ziemlich sicher hat er auch auf mich angelegt. War das eine SVD? Nee, eine... SR. SR25. Hey da, Cobra. Was hat er für eine Arme? Ich entweder Level 4 oder 5. Ey, die Wepper macht einen guten Job. Tommy, was soll ich sagen? Sickes Teil, PS-Ammo? Scheißegal. Schade ist bloß, dass der Gluha getötet hat. Die von Peacekeeper, ja. Nach Deadline, schlaf gut. So. Die Level 4er sein wahrscheinlich, ne? Ist sogar die 5er. Denk auch, stay strong, ja. Das wird jetzt nicht leichter, aber egal. Unordentlich hier. Naja. Ja, ich glaube. Oh, D2 ist schon benutzt. What the fuck? Ah, ich will Gluha looten. Ich hoffe, da drüben ist keiner. Wenn einer da ist, dann kriegt er mich jetzt. Marmeladendealer, servus, wie geht's? Hab ich meinen Rucksack hingedroppt? Stimmt, oben auf dem Dach, ja.
Ja, alles gut, Marmeladendealer. So soll's sein, ne? Stay strong, du sagst es. Dankeschön für den Tier 1 im 10. Monat. Willkommen zur Grabo-Falle. Danke für den Support. Schön, dass du schon so lange hier bist. Und stay strong. Dankeschön für 5 gegiftete Subs noch oben drauf. Dankeschön für 20 Gifte insgesamt. Leute, kann ich mal ein bisschen Ding, Ding, Ding und Hype sehen. Danke für den Support. Mein Lieber. Für die 6 Subs, um genau zu sein. Oh Mann, ey. Save my gear, save my gear. Oh mein Gott, save my gear. Das wird eklig. Save my gear, save my gear. Das wird viel zu schwer, das sehe ich jetzt schon. Und ich habe keinen Mule. RIP. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Otschki. Nicht den Command. Hier. Die eigentlichen Emotes. Oh oh. Schau, okay, es sind 2. Ich verscherbel alles bei Fans. Nein. Ich habe ein Video drüber gemacht, wie ich Offstream verkaufe. Gibt's auf meinem YouTube-Kanal. Wie verkauft man richtig? Ist circa 2 Monate alt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ey. Wenn die trifft, fress ich einen Besen, ey. No! Ja, ja, ja. Scheiße. Der hat gesessen, ja. Ich muss direkt rüber ins Skeleton. Von da schauen. Hoffen, dass er rüberläuft. Ja, ja, ja. Weil ich brauche 125 Meter für die Quest. 125 Meter Headshot. Oh, oh, da ist er. Und ich sag's noch. Hab ihn.
Ich hab ihn, er wurde unten angezeigt. Unten kam die Quest complete, also hab ich's. Oh Gott, was ist mit denen? Bosse? Ey, könnte sein. Könnte sein, ne? Es fehlen noch andere Maps. Customs ist die erste, die fertig ist. Könnte sein, dass die Goons sind. Die Waffel, ey. Aha. Unten rechts. Das sind Spieler. Das sind nicht die Bosse. Gehen looten, komm. Oh, getroffen. Keine Ahnung, ob ich ihn hab. Wo ist die Grenadier Quest? Ich hab ihn nicht, ich hab ihn bloß gehittet. Er lebt noch. Der alte Holzmichel. Er hat ihn eingekillt und irgendeiner lebt noch da hinten. Ich hab keine Nades mehr. Ja. Risiko. Puh. Noch irgendwo eine ist. Ja, da ist er. Hat meinen Rucksack vorbereitet. Danke. Muss ich ihn bloß abholen, hat mir alles vorgelootet.
Wie nett von ihm. Und noch das Ganze mit dem riesen Rucksack. Wollte sich zum Exit schwitzen. Er hat mich doch gesehen. Naja, unlucky. Mega nice von ihm. Hat mir gerade so viel Zeit gespart. Dozer here for you. Bester Mann.